Hallo zusammen, salve a tutti. Es ist spät, es ist 22 Uhr am 14. Oktober. In diesem Clip geht es um den DAX. Und da gibt es eine kleine Änderung. Ich werde in Zukunft, also mit heute beginnend, mittwochs einen DAX machen und am Freitag. Der Unterschied zwischen beiden wird sein, dass die Mittwochsvariante kurzfristiger ist mit wesentlich aggressiveren Scheinen. Das wird dem einen oder anderen von Ihnen liegen und den anderen natürlich nicht. Aber ich möchte gerne den neuen Mittwochsclips, möchte ich auch gerne auf die Stunde runterbrechen, also Tag, 4 Stunden, Stunde, dass man das mal kurzfristiger spielen kann. Deswegen wird es da auch Scheine geben, die haben teilweise einen 40er, 50er Hebel. Heute kommt einer mit einem fast 50er Hebel rein. Aber ich bin mal gespannt, wie ihr das wollt. Es würde mich interessieren, wie das ankommt. Hinterlasst mir gerne auf YouTube oder wo auch immer einen Kommentar, was ich vielleicht noch ändern soll. Eins habe ich geändert auf verschiedenen Wunsch. Geht wahrscheinlich darauf zurück, dass viele dieser Filme auf den iPods oder iPhones gesehen werden. Ich habe jetzt hier die äußeren Bänder habe ich jetzt mit, ich glaube, das heißt Navy gemacht. Es ist ein bisschen dunkler. Wollte ich eigentlich vermeiden, aber mache ich. Ist okay, ist kein Problem. Wir probieren es einfach mal aus. So, das ist jetzt der DAX Tagessicht. Eine Kerze, ein Tag. Muss gar nicht viel zu sagen. Schon seit Juni in der Range passiert nicht viel. Die Bänder gehen ein bisschen zusammen. Der Punkt hier oben, kommend von diesen ganzen, also von hier hinten beginnend und hier rüber, ist nach wie vor die 13.339. Das ist die Conditio sine qua non. Da muss er drüber, wenn er positiv bleiben will. Und hier unten haben wir jetzt eine relativ gute Unterstützung in der 12.340. Ist von hier, kommt von hier hinten und wird hier nochmal bestätigt. Das ist wichtig. 200-Tage-Linie ist weit weg, deswegen interessiert mich die momentan überhaupt nicht. Gefährlich finde ich das hier. MACD, lang, kurz, kurz. Wer mal bei mir beim Seminar war oder auf einer Schulung weiß, das sind so Dinger, da werde ich sehr hellhörig, das mag ich nicht. Wir haben noch kein Verkaufssignal der Stochastik, stehen aber kurz davor. Wenn der morgen am Donnerstag unverändert handelt oder ungefähr da schließt, wo wir heute geschlossen haben, dann wird es hier drunter gehen. Ja, dann nimmt er sich die letzten 10 Kerzen, habe ich hier so eingestellt, und dann vergleicht er das und dann sieht das nicht mehr so schön aus. Gehen wir mal auf die 4 Stunden runter. 4 Stunden, ich mache es mal ein bisschen mehr Kurse rein, gefällt mir nicht mehr so gut. Es geht darum, dass wir haben hier die gleitenden Durchschnitte gebrochen. Das ist jetzt ein 10er gleitender Durchschnitt auf 4-Stunden-Basis und ein 20er ist gebrochen. Wir sind ja an dem 200er gleitenden Durchschnitt und wir sind in der Nähe des unteren Bandes. Die Bänder gehen ganz leicht auf, das darf man noch nicht so ernst nehmen. Auch hier, MACD ist negativ. Stochastik gilt schon als tief, aber neigt noch nicht den Kopf nach oben. Und mir geht es jetzt um folgende Geschichte. Schauen Sie mal, wo jetzt die Maus ist, hier unten, da. Und jetzt gehe ich hier oben mit dem Fadenkreuz hoch. Das heißt, Sie haben hier, das ist die 8 Uhr Kerze, die geht also von 8 bis 12 Uhr. Da haben Sie das Verkaufssignal gehabt. Das ist sinnvoll, das zu wissen. Vor allen Dingen für diejenigen, die kurzfristiger handeln. Da gab es das Verkaufssignal. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Bestätigung bekommen über die Stunde. Und da ist es dann von der Stochastik her hier. Jetzt ziehe ich auch wieder das Fadenkreuz rüber. Das war dann hier. Das war dann um 10 Uhr. Also zwischen in der Kerze, in der ersten 4-Stunden-Kerze, 8 bis 12. Und jetzt sind wir hier um 10 Uhr, dann haben wir da die Bestätigung bekommen. Ich spiele das eigentlich recht gern, muss ich sagen. Wenn 4 Stunden und 1 Stunde zeitlich kongruent laufen, das passiert nicht oft. Manchmal ist es so, dass 4 Stunden gibt ein Verkaufssignal und die Stunde geht nochmal hoch. Da muss man einfach 3-4 Kerzen im Stundenbereich abwarten. Aber das ist dann schon eine große Hilfe. Und hier hat es auch wunderbar geklappt. Ja, das waren auch schon mal ein paar Punkte, die man mitnehmen konnte. Auch hier gleitenden Durchschnitt negativ, MACD negativ. Ich muss also davon ausgehen, dass wir kurzfristig durchaus fallen können. Ein ganz, ganz wichtiges Niveau ist dieses hier. Bestätigt von einmal, zweimal, dreimal. Wir reden hier von 12.950, ich runde leicht. Und hier hinten auch nochmal. Was ehemals Widerstände waren, wird automatisch zu einer Unterstützung. Und das sieht man dann auch hier. Also dieser Punkt ist sehr wichtig, 12.950, das sollte er tunlichst mit einer Stundenkerze nicht unterbieten. Die Technik gilt auch hier schon, insbesondere über den Oszillator, als tief, aber es ist kein Kaufsignal. Das wird also mega spannend morgen Vormittag.
Vor diesem Hintergrund, wenn ich jetzt, und ich bleibe bei der Stunde, weil jetzt geht es in den Schein, wenn ich das hier sehe, das ist wichtig, 12,954, kann der relativ schnell hier runter sausen. Also wenn, dann kommen die Stops, 15 Punkte, 20 Punkte tiefer, so in dem Bereich bei 12.930, und dann haben wir relativ flott nochmal 50, 60, 70 Punkte drunter. Deswegen habe ich jetzt folgenden Schein, und jetzt bitte nicht stöhnen und die Augen rollen, genommen. Und zwar einen, der noch hier drunter liegt. Das hier ist die 12.788. Als letzte große Zwischentief. Und ich habe einen genommen mit der Basis 12.727. Das ist, hallo Achtung, ein 50er Hebel. Das ist viel. Nenne ich ganz, ganz selten. Aber wie gesagt, der Mittwoch soll sich ein bisschen abheben von dem Freitag-Clip. Das ist von Goldman die Kennnummer GF3WNG. Also den bitte auf die Watchlist legen. Das ist für den Fall gedacht, dass wir diesen Bereich hier überbieten, 13.070, dann sehe ich keinen Grund, dass ich hier unten irgendwo einen Schein nehme. 13.070 wäre dann eine Kaufchance und dann kann er dementsprechend nochmal hochgehen. Vielleicht, und da schauen Sie bitte drauf, treten in dem Moment auch die Stochastik nach oben, dann wäre das ein Schein. Sie können sogar, ich mache das auch gerne, noch aggressiver rangehen, nehmen Sie einen 12.850er, 875er. Sie müssen nur so viel Abstand haben, dass wenn hier eine schnelle Bewegung kommt von 40, 50 Punkten, Sie immer noch die Möglichkeit haben, den Schein mit Aufgeld, weil das zu verlieren wollen Sie nicht, mit Aufgeld zu verkaufen. Gucken wir mal nach dem Put. Aufgrund der Stundenbasis muss der Put irgendwo hier hinterliegen, hinter der 13.184. Und da finde ich den hier auch recht sinnvoll. Ebenfalls fast ein 50er Hebel, 13.257. Das ist für den Fall, wenn wir hier runtergehen. Aggressivere Händler können sowas hinnehmen mit dieser Basis, 13.070, aber muss ja nicht sein, weil da müssen sie davor sitzen. Da ist nichts mit, ich gehe mal eben 2 Stunden einkaufen, das können sie vergessen. 13.257 liegt hier hinter diesem Hoch, was wir gemacht haben am 12.10. Das ist die Kennnummer GF4D9B. So, damit ist dieser Clip schon fertig. Schauen Sie mal, wie Sie damit klarkommen. Ich kann auch gern andere Scheine nehmen, aber ich möchte halt den Mittwoch-Clip schon unterschiedlich gestalten zum Freitag. Und dann mal schauen, was passiert. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.